Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja Leute, es ist soweit, die V1.0 von 7 Days to Die ist raus und ich habe mir gedacht, Leute, wir müssen einfach dieses unfassbare Game einfach noch einmal zocken. Ich habe mega Bock drauf, ich habe dieses Spiel schon mal gespielt, ich habe schon einige Spielstunden da drin verbracht. Mittlerweile, ja, es ist vielleicht nicht so viel wie der ein oder andere, ne? Aber wir sind schon hier im dreistelligen Bereich, was dieses Spiel angeht. Und Leute, ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Deswegen würde ich sagen, wir starten dann gleich ein neues Spiel. Ich generiere eine neue Welt und dann starten wir hier richtig rein. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es wird alle 5 Tage einen Blutmond geben. Und ja, Leute, let's go rein ins Game. So Leute, das ist die neue Welt. Oha, Leute, wir sind hier aber in einem ganz schönen abgeranzten Bereich gelandet. Ja, der Anfang ist jetzt erstmal ein bisschen anders als vorher. Wir müssen jetzt einmal hier mit Y, müssen wir erstmal die ersten Basic Survival Sachen herstellen. Ich meine, ja, kennen wir alle schon, aber wir müssen zum Beispiel sowas wie einen Baublock und irgendwelche Lagerfeuer müssen wir nicht mehr herstellen. Jetzt müssen wir aber trotz allem natürlich erstmal wieder ein bisschen Gras sammeln, ne? Das kennen wir alles schon. Und ja, Leute, bei mir steht auf jeden Fall heute am ersten Tag definitiv mal auf dem Plan, ja, die erste Quest machen und dann natürlich schauen, dass wir unsere erste kleine Festung finden. Denn irgendwo müssen wir ja uns auch was zum Nächtigen besorgen. Und da wird es auf jeden Fall bedeuten, wir müssen uns einen geeigneten Platz suchen, an dem wir denn nachher auch, ja, unsere Base bauen können, ne? So, jetzt muss ich mal ganz kurz... Ach, ich brauche noch Steine. Ich brauche ja noch jede Menge Zeug, Leute. Genau, wir brauchen auf jeden Fall dann eine neue Base. Beziehungsweise wir brauchen dann eine erste Base, damit wir überhaupt hier richtig loslegen können, ne? Wir brauchen da auf jeden Fall etwas, auf dem wir aufbauen können. Und der wäre vielleicht ja irgendetwas, was ja so ein bisschen abgelegen ist oder auch ein bisschen höher ist. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, Axt ist am Start. Das Trinken packe ich mir mal hier rein. Ebenso auch das Futter. Ich lege mir immer den Verbandskasten da hinten hin, also das Verbandsteil. Die Fackel brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann holen wir mal ganz kurz hier noch so einen ganzen Baum weg, Leute. So, der erste Tree hat jetzt mal seinesgleichen gesucht. Jetzt sollen wir trotzdem noch ein paar Steine holen. Dann nehmen wir hier nochmal hier den Block da. So, und dann sollen wir uns... Und das ist nämlich auch wieder anders. Wir sind ja aktuell nackt, Leute. Das bin auf jeden Fall mal ich, ne? Kommt dem schon relativ nah, würde ich sagen. Beinahe. Ähnlich zumindest. Aber wir sollen jetzt ein primitives Outfit uns herstellen. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen anders als sonst. Das können wir den mal anziehen und dann seht ihr schon hier. Wir haben jetzt hier ein komplettes Teil an. Das heißt, wir brauchen oder müssen uns gar nicht mehr so einzelne Sachen herstellen. Es gibt da natürlich auch eine primitive Kapuze und ein paar primitive Stiefel. Die sollten wir uns jetzt auch herstellen. Ich finde, die sehen auf jeden Fall geiler aus. Hier, richtig geile Sandalen, Leute. Richtig geile Sandalen. Da können wir mal hier richtig loslegen, ne? Und mal hier rumstolzieren. So, jetzt gucken wir mal. Ach du lieber Gott, guckt euch an, was der hier für ein Ding anhat. Alter Schwede, ey. Aber Leute, ich finde es auf jeden Fall jetzt ein bisschen cooler. Sieht auf jeden Fall geil aus. So, dann sollen wir uns hier so einen Holzknüppel herstellen. Leute, ich bin ja überhaupt gar kein Holzknüppel-Fan. Ich finde das Ding absolut kacke. Meine Meinung, ne? Jeder kann da ja so sein Ding vertreten. Ich bin eher der Typ, passt auf, ich zeige es euch. Ich mag eher den Steinspeer, deswegen stelle ich mir den jetzt nämlich auch einmal her. So, den setze ich mir hier auf die 1, das setze ich mir so hin und dann passt das für mich. Den Holzknüppel, Leute, den können wir direkt wieder zerlegen, den brauche ich nicht mehr. Das ist für mich nicht relevant. Dann sollen wir einmal hier das Radialmenü mit Tab öffnen, einmal auf Challenges gehen und jetzt können wir alle Sachen einmal abschließen. Und haben dafür jetzt jede Menge XP bekommen.
Als nächstes wären jetzt hier, da haben wir noch so ein paar. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Jetzt sind wir ready to go, Leute. Gute Arbeit, Überlebende. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen und verkaufen und Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord, Noah. Okay, wo ist denn der Händler? Ja. Folge dem Navigationssymbol auf dem Bildschirm. Freunde, keine Ahnung, mir wird kein nichts angezeigt. Also, wir sind hier lost, Leute. Wir sind hier lost. Gibt wohl keinen Trailer hier. Heieiei. Das wird ja aber eine spannende Geschichte. Ja, wir gehen gleich mal da oben hin. Vielleicht taucht dann ja noch... Ach, es gibt hier keinen Trader. Leute, wir haben hier anscheinend eine Welt, bei dem es keinen Trader gibt. Das ist natürlich jetzt ein Problem vielleicht. Oh, 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 oh. Ja, was heißt das denn jetzt nun, wenn wir hier keinen Trader haben? Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass es hier jetzt richtig schwierig wird. Naja, wir checken mal ab, was wir da drüben finden. Aha, da haben wir doch jetzt, Leute. Man muss nur einfach mal ein bisschen laufen. Und wir sehen jetzt schon hier vorne, da ist irgendwas, ne? Reise zur Siedlung, Leute. Das wird jetzt auf jeden Fall mal ein gutes Stück hier. 1 Kilometer zu Fuß darüber zu latschen. Ja, Leute, dann ich mache mich einfach mal auf den Weg, ne? Und dann dackel ich mal darüber. Ich frage mich natürlich jetzt, soll ich hier schon mal in diesen Außenposten reingehen? Das könnte natürlich gut für mich sein. Es könnte aber auch direkt schlecht für mich sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin für hier... Oh, nee, Leute, guck mal hier. 4 von denen. Vielleicht noch nicht so eine gute Idee, ne? Ich nehme mal noch hier das Chicken mit. Da haben wir zumindest schon mal ein bisschen Fleisch. So, das können wir uns dann später irgendwann braten. Wir brauchen ja auch was zu futtern. Naja, komm, gehen wir mal zum Trader, Leute. Und dann machen wir die erste Quest. By the way, bei mir ist ein Tageszyklus, ich glaube, 40 Minuten. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall immer eine schöne 30-Minuten-Folge. Sollten wir hier ohne Probleme hinbekommen. Ja, moinsen. Der erste Dude, der sich hier mal direkt von mir verprügeln lassen will. Ja. Habe ich mir gegönnt, Leute. So, mal gucken, was hier in der Karre drin ist. So, ein bisschen, ja, ein Reparaturkit, bisschen Nähset, bisschen Kleber. Nehmen wir alles natürlich mit, ne? Es gibt ja auch am Anfang Dinge, ich weiß, man braucht nicht immer alles am Anfang. Aber so manches kann man auf jeden Fall gut verkaufen. Und wir können jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Ausschau halten nach einem potenziellen Spot. Boah, guck mal, Leute, hier ist einfach so ein... Was ist das hier? Atlas, so ein Metallteil. Auch nicht schlecht. Aber, drei Totenköpfe, Leute. Da sind wir, glaube ich, noch nicht so ganz gewachsen für. Mal gucken, ob wir hier vielleicht nicht irgendwo was finden, was sich am Anfang eher mal so ein bisschen besser lohnt. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben, ne? Ach, dieses komische Fleisch. Und das hier, das brauche ich auch nicht. So, weg damit. So, komm, die letzten 400 Meter, Leute. Hier, so eine Kirche. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Da haben wir noch ein paar Mauern drumherum. Eigentlich, glaube ich, eine gute Sache, Leute, oder? Ich glaube, das Ding, das nehme ich. Da haben wir Mauern drumherum etc. Das ist, glaube ich, gar nicht so nice. Die Mauern sind erstmal ganz passabel. Die werden auf jeden Fall ein bisschen halten. Ja, Leute, ich glaube, die Church, die hole ich mir nachher. Das wird unser erstes Zuhause. Oder vielleicht wird das auch das Zuhause sein, was wir dann nachher für immer haben. Ich glaube, so eine Kirche könnte mal was ganz Geiles sein, Leute. Nehmen wir mal. Wir nehmen uns dann einmal gleich die Kirche zur Hand. Aber erstmal hier rein zum Trader. Hier haben wir noch ein bisschen Müll. Was haben wir hier drin? Stopp. Naja, komm. Nehmen wir mit. Gehen wir mal rein hier.
Tür. So. Und nicht zu vergessen, ne, man sollte hier am Anfang erstmal jedes Mal hier schön die Fahrzeuge etc. hier erstmal looten, dass hier alles so rumsteht. Alles noch Zeug, was man nachher gebrauchen kann. Hier ein paar rostige Fässer, da ist immer mal noch ein bisschen Benzin drin. Alles mitnehmen. Hier auch die Schmiede und letztendlich die zerstörte Werkbank. Da können wir direkt mal hier so ein Heftchen lesen. Einmal Forge Ahead. Da kriegen wir dann nachher Erfahrungs-, also da können wir nachher bessere Dinge herstellen. Wir an den Schmieden, an den Werkbänken, Zementmischern und Chemiestationen. So, wird natürlich gelesen. Gar kein Problem. Muss, ne? So, hier haben wir noch einen Bauernhof-LKW. Wobei ich eher sagen würde, das ist so wie vom Militär sieht es aus. Oh, Isolierungsmod und ein Vehicle Adventure. Davon brauchen wir auch auf jeden Fall jede Menge, damit wir ganz schnell das Motorrad oder das kleine Mopedchen da, dieses Mofa da, oh jawohl, herstellen können. Wir bekommen ja nach einer gewissen Zeit, ich glaube nach 7 Quests, die wir abgelegt haben oder die wir beendet haben, bekommen wir ja vom Trader ein Fahrrad geschenkt, Leute. Boah, guck mal hier, ein schöner alter Bulldog. Und darauf spekuliere ich ja, ne? Damit wir ganz schnell das Fahrrad bekommen, damit wir schnell von A nach B kommen. Denn so zu Fuß ist es kacke. So, hier noch einmal ein Home Cooking Weekly. Da können wir dann nachher besseres Essen herstellen. Also ausgefallenere Mahlzeiten, Leute. Da können wir nachher richtig geile Blaubeerkuchen machen zum Beispiel. Ja, ist auch ultra wichtig so in so einer Postapokalypse. Egal. So, wir kamen hier rein. Perfekt, dann gehen wir doch mal rein hier. Zack. Moinsen. Smells like dysentery. Aha. So, von dem kriegen wir erstmal eine Steinschaufel. Und dann, der hat eine besondere Aufgabe. Und zwar, da sollen wir erstmal was ausgraben. Ja, machen wir, ne? Gar kein Problem. Aber erstmal brauche ich noch dein Inventar, mein Freund. Ich muss mal ein paar Sachen hergeben, die ich aktuell nicht brauche. Okay, die Fackel, ja, ich weiß es nicht, ne? Eigentlich haben wir aktuell noch nichts, was ich irgendwie verkaufen kann, was sich lohnen würde. Ich meine, klar, das Rad. Das können wir den eigentlich verkaufen. Das brauchen wir erstmal nicht. Hier aus den Knochen stelle ich mir gleich noch ein Knochenmesser her. Hier die ganzen Pflanzenfasern, Pilzsporen und sowas. Ja, das brauchen wir erstmal alles gar nicht, Leute. Das ist erstmal alles ziemlich uninteressant. Das heißt, ich werde mir gleich mal kurz noch eine Kiste herstellen, damit ich da ein bisschen was zwischenlagern kann. Genau, Kaching. Und dann machen wir uns erstmal auf den Weg und graben mal den Kram da aus. So, jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz überlegen, wir kamen von da, das heißt, wir wollen ja auch in diese Richtung wieder raus. Hallöchen, moin! Seid ihr am Start oder was? Nur du? Hier die Krankenschwester oder was es sein soll? Klappe hier. So, ich stelle mir mal jetzt ganz kurz hier vorne eine Kiste hin und die Leute... Die sieht jetzt auch geiler aus. Diese Kiste, die hat jetzt ein neues Design. Finde ich ziemlich cool. Es gibt jetzt, glaube ich, nur noch Kisten, die man beschriften kann. So, guck mal her. Sehr geil. Da können wir, ich nehme mal die Steine und die Pfeile auf jeden Fall mit. Den Rest, den schmeiße ich jetzt mal ganz kurz hier rein. Das Essen nehme ich auf jeden Fall mit. So. Knochenmesser brauchen wir. Ist sehr gut. Dann nehmen wir mal ganz kurz hier das Knochenmesser. Das stellen wir uns fix her. Hier, Safety first. Die Schaufel darunter. Ja, die Fackel brauche ich nicht. Die schmeißen wir noch mal hier dazu. Dann stelle ich mir noch ein paar Steinpfeile her. So, die können laufen, Leute. Und dann machen wir uns auf den Weg dorthin. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen was freischaufeln, ne? So. Oh, jetzt ist da noch so eine Tante hier. Komm mal her hier. Zieh dir erstmal was an, du Mädel. Ich kann dir unter den Rock gucken. Das ist nicht schön. So. Hier müssen wir einmal die Quest akzeptieren. Das ist Standard geblieben. Oh. Ich dachte, die ist schon weg hier, die Alte. Ey, Fräulein. Mach mal langsam hier.
Ich dachte, die hätten wir schon down gekriegt hier, die Olle Zippe. Mal los mit der hier. Spinnt die oder was? Mich hier so von hinten zu anzugreifen. Ist ja unfassbar hier mit dieser... Mit den Vibeslide hier. Ich sag's euch, Leute, da ist nicht zu Spaße. So, jetzt aber... Leute, das gibt jetzt hier erstmal wieder eine richtige Grabaktion. Ah, da haben wir es doch schon. So, das nehmen wir natürlich direkt mit. Irgendwo kommt natürlich immer jetzt noch eine. Das muss ja sein, ne? Hier, Molla. Pass mal auf hier, Fräulein. Tschüssikowski. Olle. So, da vorne ist noch ein Fahrzeug. Zwei, nee, hier das. Ah, eigentlich könnten wir beide mitnehmen, ne? Oh, nee. Wir nehmen nur den, wir nehmen erstmal nur den hier mit. Bevor da hinten hier der Dickwanz da meint, der muss da rankommen. Oh, ein paar Nägel. Das ist doch fresh. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Müll. Oh, überall diese Viecher hier am Start, Leute. Aber ihr seht schon, die Grafik hat sich deutlich gebessert. Und das ist schon echt ziemlich geil. Ach komm, den lassen wir einfach. Den braucht der braucht uns nicht interessieren. Der hat hier, das ist Quatsch, Leute. Das ist Quatsch mit dem Kerl. So, dann einmal rein hier in die gute Stube. Hier, mein Freund, ich habe das Ding für dich. Genau, und das ist jetzt auch eine geile Sache. Für die erste beendete Quest, Freunde, bekommen wir einmal hier, können wir uns aussuchen, was für eine Waffe wir nehmen sollen. Machine Gun, dann hier so ein Scharfschützengewehr, eine Pistole oder eine Shotgun. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Was nehmen wir? Shotgun ist schon geil für nah, ne? Aber so ein Machine Gun ist, glaube ich, schon die geilere Variante. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich muss ja auch dran denken, in 5 Tagen ist der erste Blutmond. Deswegen gehe ich mit der Maschinengewehr. Und dann nehmen wir auch schon direkt die nächste Quest. Wir nehmen mal hier beseitige Zombies im Süden. Weil dort ist nachher nämlich auch, also im Süden ist ja nachher auch die Kirche. Und die will ich ja erstmal, die will ich hier haben. Die will ich hier haben, Leute. So, allen anderen Scheiß, den wir hier haben, den können wir erstmal verkaufen, wenn wir nicht mehr brauchen. Ja, das passt soweit. Hier den Kühler, wobei den Kühler, den brauchen wir erstmal nicht. Hier das eine Ding, das brauche ich auch nicht. Und hier dieses Shazam-Zeug auch nicht, Leute. Super. Das heißt, wir haben... Jo, ich mach zu, mein Lieber. Zack. Und dann, ja. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal unser Zeug noch mit, das wir hier haben. Und dann machen wir uns erstmal dahinter und gucken mal, ob wir da überhaupt fündig werden. Beziehungsweise... Ob wir eigentlich unser Dings bekommen hier, unser erstes Zuhause, ne? So, ich bin jetzt Tudo komplett voll. Die Fackel, ich nehme sie mal mit hier unten rein, ne? Einfach nur, damit wir sie dabei haben. Was liegt hier? Ach, die da wieder hier. Komm, weg hier mit euch, ihr Unholder. Ich will das Zeug da drauf haben. Vielleicht ist da was Gutes drin. Und da müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, Freunde, weil guck mal auf die Uhr, es ist schon neu. Boah, Leute, die sind aber auch robust hier. Ey! Leute, die sind ja echt stark hier. So, Nummer 2. Guck mal, die kommen hier so nach und nach. So, der nächste bitte. So, und den letzten, Leute, den machen wir hier kalt. So. So. Pop goes the head. Wunderbar. Was haben wir hier drin? Ein Näset. Die ganze Arbeit hier für ein verkacktes Näset. Ernsthaft? Alter, ey, das ist ja bodenlos gewesen hier. Wegen so einem scheiß Näset. Egal. Ha, Leute, haben oder nicht haben, ne? Haben oder nicht haben. Das ist ja immer so eine Sache. So, ich glaube, jetzt haben wir zu viel Zeug. Ich esse mal hier das Ei.
So, wenigstens mal ein paar Proteine. Isolierung, die Frage ist, können wir das denn eigentlich hier an unseren... Ja, guck mal hier, bisschen Isolierung, sehr gut, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Das Maschinengewehr, das packen wir nachher aus. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Kirche, denn es wird schon dunkel, Leute. Und wir wissen ja, ab 10 Uhr ist hier Abfahrt, ne? Dann ist hier, dann geht's hier richtig rund. Und da, das will ich nicht. Ich will erstmal einen kleinen Unterschlupf haben. Warte mal, wir können mal vielleicht... Ne, hier sind keine. No! Ich mag die Hunde nicht. Lass mich in Ruhe! Kommt nicht mit, sehr gut. Ah. So, ich will hier rein, Leute. Erstmal hier in die Kirche rein. Ja, ja, du bist mir egal. Hier, ah, hier ist verschlossen. Okay, das ist in Ordnung. Ach, wir müssen das Ding auch clearen. Ja, alles klar, dann machen wir das Ding jetzt einmal sauber, Leute. Und dann gehört es uns. Ganz einfache Geschichte. So, dann auf geht's. Oh Herr, ich ahne hier schon Schlimmes, Leute. Das wird bestimmt nicht einfach. Hallo. Moin. Oh oh, Mo. Oh je, jetzt kommt hier der fette Brummer. Hau ab. Geh weg. Verzieh dich! Oh oh, keine Ausdauer. Gut, den haben wir. Guck mal, ich gehe einfach hier rein. Leute, da haben wir nochmal hier so ein Safe-Spot. Falls alle Stricke am Ende des Tages, wenn wir das Ding hier eingenommen haben, wenn sie reißen, ne? Mo, ich dachte, du bist schon fertig hier. Hi, hallo. Leute, wir müssen uns beeilen hier. Ich sag's euch, wie es ist. So. Wir müssen hier rein. Oder? Ah ne, hier geht's gar nicht weiter. Wie kommen wir jetzt hier rein in den Bunker? Aha, moin. Ich habe ihnen schon mal gesagt, sie sollen sich was anziehen, junge Frau. Danke. So, dann gehen wir mal hier rein in die gute Stube. Hallo. Wo? Hallo? Naja, machen wir erstmal leer hier, ne? Oh. Hab ich mich erschreckt. Was ist denn los mit dir, du Renner? Ach so, ja stimmt, es ist ja jetzt Zeit. Ja, super. Und da haben wir uns auch noch direkt infiziert. Ja, Happy Birthday. Müssen wir direkt mal gucken und hoffen, dass er beim Trader noch ein leckeres Honig bekommt. Ey. Aua. Lass mich in Ruhe hier. Ich glaube, du spinnst. Alter, ey. Frechheit hier mit dem Viechern. Gibt's doch gar nicht. So, erstmal verbinden hier. Unbelievable, Leute. Aber wir haben sozusagen die Quest einmal schon erledigt. Das heißt, wir müssen die dann nur noch abgeben. Ich mach mal hier die Kiste auf. So, was haben wir hier Feines drinne? Aha. Einmal Tech Planet und einmal Wiring. Und ein paar Lampen. Okay, Leute, wir haben jetzt hier auf jeden Fall, ja, ist... Oh, da oben ist noch was. Wie kommen wir denn darüber? Müssen wir uns was basteln, dass wir da hochkommen? Ja, ich glaube, Leute, hier kann man was draus machen. Hier kann man, glaube ich, was draus machen. Allein, weil das schon von außen so gut geschützt ist. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, ne? Wir brauchen hier auf jeden Fall ein bisschen Licht drin, ne? Weil es ist ein bisschen dunkel hier, ne? Das ist ein bisschen dunkel hier. Ich versuche jetzt erstmal hier hochzukommen. Ich habe ja noch ein paar... Kistchen, mache ich mir mal ein paar Baublöcke. Ja, komm, das reicht. Und irgendwo draußen springt noch einer rum.
Mir egal, das ist mir jetzt erstmal Wurstsalat. So. Habt ihr gesehen, wie das geht hier? Einsame Spitze, Leute. Aha. So, die können wir direkt nehmen, dann fühlen wir uns gleich nicht mehr so schwach. Achtung. So, wunderbar. Da haben wir das auf jeden Fall schon mal geritzt. Das nehmen wir mit. Haben wir sonst noch hier oben was? Nee. Okay, dann können wir hier die Baublöcke einmal wieder mitnehmen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde jetzt erstmal hier die Kiste... Nee, die Kiste geht nicht. Das ist... Die ist zu stark. Die ist zu stark, Leute. Aber wir können uns direkt hier eine Aufbewahrungstruhe schon mal hinbasteln. Zack, dann brauchen wir einmal vielleicht ein Feuer. Wäre nicht so schlecht. So, fertigen wir noch ein Feuer. Wunderbar. So, dann machen wir erstmal uns hier noch eine Kiste hin. Wo sind die Viecher, ey? Die Kiste werde ich auf jeden Fall entfernen. Ja, okay, das geht hier. Das ist gar nicht so stark. Beziehungsweise... Ja, guck mal hier, Batz. Weg damit. Wir brauchen Platz, Leute. Wir brauchen hier Platz. Ne? So. Oh! No! Ich hab's zu spät gesehen. Ich glaube, das war Munition, ne? Ich Eierkopf. Ja, Happy Birthday. Hat er gut gemacht, der Jimmy. Der Jimmy hat's wieder drauf, Leute. Der Jimmy hat's wieder drauf, gell? So. So, Leute. Sehr gut. Das hätten wir schon mal. Wir gehen mal kurz hier gucken, was hier draußen eigentlich abgeht. Wer hier so einen Stress macht. Ob die schon hier drinne sind. Nee, ich glaube nicht. Die sind noch draußen. Was bedeutet, die Mauer hält. Aber wir haben natürlich das Problem, ne? Irgendwann kommen sie durch. Da ist einer. Aber hier, der will sich hier an diesem 7000er. Ja, komm hier. Dem geben wir hier einen Pfeil und dann ist hier gleich Feierabend. Hör mal auf hier. Ich hab doch gesagt, es reicht. So. Hier ist schon mal Ruhe. Vorne das Tor ist auch zu. Ist, wie stark ist das? Leute, das ist super stark. Also hier sind wir auf jeden Fall erste Mal safe, Freunde. Da brauchen wir uns überhaupt gar keine Gedanken machen. Hier die Dinger, kommen die nämlich mit. So, das muss hier alles später sowieso noch ein bisschen umgebaut werden. Ne? Das muss alles hier, das wird hier, Leute, das wird hier massiv, massiv, massiv. Hier wird keiner reinkommen. Das hier wird richtig Fort Knox. Aber Fort Knox 10.0, Leute. So, wir sehen es. Wir brauchen was zu futtern. Wir nehmen mal hier ganz schnell ein bisschen Ananas und eine Dose Chili. Hier haben wir nochmal Chicken Soup. Sogar zwei Stück. Sehr geil. Perfekt. So, da haben wir hier auf jeden Fall schon mal alles, was wir brauchen. Ja, super. Mega geil. Leute, ich feier's. Leute, das wird hier eine geile Geschichte. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, ob ihr hier gerne mehr von sehen wollt. Würde ich mich auf jeden Fall sau drüber freuen, denn ich finde das Spiel echt geil. Diese Möglichkeiten, die man hier hat, hier etwas selbst zu kreieren, selbst zu bauen und allgemein einfach. Das Spiel, das macht schon riesengroßen Spaß. Und ja, vielleicht... Falls ihr da auch Bock drauf habt, können wir natürlich sehr gerne das ganze Ding hier auch eine Runde zusammenzocken. Ne? Ist gar kein Problem. Dann machen wir hier so einen kleinen Channel auf und dann rocken wir gemeinsam hier den Laden. Wäre, glaube ich, eine ziemlich coole Geschichte. So, mal hier alles zwischenlagern. So, was nehme ich auf jeden Fall mit? Hier das Essen. Da kann man mal das hier lassen wir hier. Das hier lassen wir da. Haben wir eigentlich irgendwie was? Die Dietriche nehmen wir auf jeden Fall mit. Falls wir irgendwie nachher
irgendwas aufbrechen müssen. Jetzt gehen wir mal hin und machen mal noch hier die Kiste auf, Leute. Hier, da ist sie. Die selbstgebaute Maschinengewehr. Die packen wir uns mal hier hin. So. Guck dir mal dahin hier. Bam, Leute. Die haben wir schon direkt am Start. Ziemlich, ziemlich geil. Sehr geil. Okay, super, Leute. Da würde ich sagen, das war es auf jeden Fall für die erste Folge, Leute. Oh, hier ist noch eine Tasche. Noch ein bisschen Geld drin, ne? Sehr geil. Ja, wie gesagt, das war es auf jeden Fall, glaube ich, für die erste Folge, Leute. Tag 1 ist damit beendet. Tag 2 hat schon angefangen. Tag 2 wird auf jeden Fall damit laufen, dass wir erstmal die Quest abgeben. Wir werden die nächste Quest dann starten. Also morgen wird auf jeden Fall dann ein richtiger Quest-Tag. Und ja, Leute, ich habe jetzt schon mal Bock, die... Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal so 2, 3 Folgen aufnehmen, damit ihr mal ein bisschen Puffer habt. Da wird jetzt dann einfach mal jeden Tag ein Video von kommen. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr habt hier auf jeden Fall Bock drauf. Und wenn ja, dann lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge hier bei 7 Days to Die wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.